Omas Küchenklassiker. In unserem zweiten Landgasthof versteht man darunter etwas ganz anderes. Das ist Schützingen nahe Vaihingen-Enz und mittendrin die Krone. Für Familie Spät, Senior und Junior sind das hier Omas Küchenklassiker. Rostbraten, Siedfleisch und ganz besonders ihr berühmtes Kesselfleisch. Heute ist Dienstag. Während Familie Spät Senior und die Enkel den schlonsigen Kartoffelsalat vorbereiten, geht es ein Stockwerk tiefer sehr rustikal zur Sache. Dienstags gibt's Schlachtplatte. Das sind alte Traditionen. Und es wäre schade, wenn man sowas nicht mehr machen würde. So mit Bäckle, Rüssele, dann die Nierenle dazu, ein Herzle, ein Magen noch dazu. Das ist einfach, also wirklich selten. Na gut, die Städter, die erkennen das immer mehr, dass man auf dem Land sowas noch bekommt. Die stehen schon Schlange da vorne und warten. Ach, die Philosophie bei uns in der Krone ist eigentlich schon seit über 100 Jahren, dass man einfach seine Gäste verwöhnt und ihnen das bietet, was sie gern möchten. Schützingen sieht heute fast noch so aus wie vor 100 Jahren. Es ist das einzige Straßendorf in Süddeutschland, das komplett unter Denkmalschutz steht. Die Krone gehört auch dazu. Sie ist der Dorfmittelpunkt. Die alten Filmaufnahmen stammen übrigens von dem Herrn auf dem Traktor. Mit dem Gasthof eröffneten Späts Vorfahren damals auch eine Metzgerei. Helga, willst du sonst schon was dazu? Ja, wie immer, Suppenknochen bitte. Jawohl. Wenn die Kunden Suppenknochen wollen, freut's den Metzger. Es bedeutet, dass sie noch richtig kochen. Als Kind, ich weiß noch, da bin ich einkaufen geschickt worden, da hat's halt Kaiser für 50 Pfennig. Holst Knochen, bringst Knochen mit. Ja, so war's. Ja, es hat schon immer gegeben. Es hat auch, wo das die vereinfachte Küche, wo man ein Päckchen aufgemacht hat, da hat man gemerkt, es wird weniger. Aber zwischenzeitlich haben sie leider wieder gemerkt, dass man aus dem Knochen doch einiges an Geschmack rausholen kann. Kostet allerdings viel Zeit. Und wenn es ans Fleisch drin ist, darfst du auf jeden Fall nicht mehr kochen. Da darfst du es nicht ziehen. Neben Siedfleisch gibt es heute Rinderbäckchen. Wenn man selber gerne eine gute Soße essen will, dann macht man die also. Mein Lieblingsgewürz, das ist der Liebstöckel. Den haben wir selber im Garten. Und wenn man es dann ab im Frühjahr holen kann, ist das einfach wunderbar. Das ist eigentlich ein Rezept, wie man ein Rindsbraten macht. Und das ist eigentlich schon uralt. Der Rinderbraten und der Schweinebraten, die waren mal eine Zeit lang überhaupt nicht mehr gefragt. Es war zu bieder, aber der Trend geht ganz klar wieder zu den klassischen, traditionellen Sachen. Nach 2 Stunden Schmoren sind die Rinderbäckchen butterweich. Spät Junior hat mit dem Gasthof auch die Philosophie seines Vaters übernommen. Sich nicht verzetteln. Einfache Gerichte, anständig gemacht. Wegen der guten Soße bin ich hier. Ich komme immer wegen der guten Soße, einfach, weil es einfach das Ganze zusammenhält. Ja. Zwischen Fleisch, Kartoffel und Wein. Seit es die Krone gibt, gibt es Kesselfleisch. Ein Gericht, bei dem der Aufwand deutlich größer ist als die Ausbeute. Aber es hat Tradition und ist vor allem unter den männlichen Gästen beliebt. Mitgefangen, mitgehangen, ehrlich gesagt. Ja. Ha, ich suche ein bisschen rum, ja, nach was mich da anlangt. Schlachtplatte mit Rüssele, heute eine Seltenheit. Das ist Magen. Ja. Was Wunderbares. War früher das arme Leute essen. Viermal Siedfleisch. Siedfleisch mit Meerrettich. Gibt's nur einmal pro Woche. Manche haben hier noch nie etwas anderes gegessen.
unsere schwäbischen Hausfrauen sind mit Siedfleisch etwas auf dem Kriegsfuß, weil es relativ lange geht, bis das soweit ist. Da, ja. Hier drin hat man alle Zeit dieser Welt und deswegen stimmt es, wenn man abends kommt, ist es genau in der richtigen Koinzidenz. Selbstgeschlachtet wird in der Krone inzwischen nicht mehr. Aber durch die Metzgerei ist der Nachschub immer frisch. Ein Grund für die Treue der Gäste. Und der andere? Ein reichschmeckender Stammgast aus Köln erklärt's. Für mich ist es hier, wenn man aus der Diaspora kommt, was das Kulinarische angeht, dem Rheinland, dann findet man hier natürlich eine Gastlichkeit und eine kulinarische Vielfalt vor, die man als Rheinländer nicht kennt. Des Weiteren findet man hier familiären Anschluss. Das ist also auch eine Form von Gastlichkeit, die man nur in der Krone bei Familie Späth findet. Schauspieler und Politiker waren übrigens auch schon hier. Aber darauf bildet man sich nichts ein. Sagen wir so, die Boote ständig in Leitwasser bei uns rein. Und das tut sich gleich rauskristallisiert. Also, das hat man gleich drauf. Gell? Die kommen öfters zu mir, wenn ich in ihr Wohnzimmer bin. In ihrem Wohnzimmer haben sie nichts zu essen. Viele Landgasthöfe schließen. Bei Späth brummt's. Denn er kennt noch einen Kniff, damit die Gäste kommen. Dazu später. Zurück nach Schützingen. Jetzt im Herbst trifft man Späth Senior selten in der Krone an. Treibjagden mag Fritz Späth nicht. Die Einzigjagd ist mir am liebsten, weil man einfach eine bessere Trefferquote hat und auch dorthin schießen kann, wo man will, dass die edlen Stiege nicht verletzt werden. Man will ja Schinken draus machen und einen guten Braten machen. Und deshalb, das Verarbeiten in der Küche fängt im Wald an, beim Schießen. Sau tot, sehr guter Schuss. Aus dieser Sau kann man sprichwörtlich alles machen. Karotten schon schön. Und wie wird die Wildsau jetzt richtig zubereitet? Späth Junior gibt seinen unerfahrenen Metzgereikunden immer wieder Kochnachhilfe. Das Wurzelgemüse, das ist einfach, das bringt ja Geschmack. Man kann so einen Geschmack eigentlich durch nichts ersetzen. Ich sehe es schon ein bisschen als Herausforderung. So ein riesen Fleischboller jetzt mal gesagt, hat noch nie gemacht. Ist jetzt nicht so, wie wenn ich ein Schweineschnitzel anbrate. Da habe ich doch ein bisschen Respekt davor. Und Geschmack und Farbe. Wieso kommt da jetzt Zucker rein? Wir haben nachher eine saure Beize. Und dass es nicht zu sauer ist, dann wir die Spitze kappen. Und komplett drauflegen? Komplett nochmal rein. Okay. Und auch so ein bisschen, so dass ich... Ja. Es wäre schade, wenn die Rezeptur verloren geht hätte. Und deshalb muss man einfach gucken, dass man die jungen Leute wieder an den Herd kriegt und Tipps gibt, um sowas sich einfach zuzutrauen. Der kostenlose Kochkurs, sein Kniff, um die alten Rezepte auch in die jungen Küchen zu bringen. Das Kalte reinlegen, weil sonst brodet es nicht. Das schließt jetzt die Pore. Ich habe meinem Freund nicht gesagt, dass ich ihn braten können muss, dass ich ihn heiraten kann. Also, so weit ist dann doch noch nicht. Ich weiß, was fehlt. Was da jetzt schon noch rein? Jetzt Salz reinmachen. Sehr gut. Nach 1,5 Stunden bei 150 Grad im Ofen ist die Wildsau fertig. Also. Das fast verlorene Paradies eines klassischen Bratens ist gerettet. Zumindest in Schützingen.